die jüngste Generation der Waldhunde im Tierpark Berlin. Bei diesem Quartett ist das Geschlecht schon untersucht worden. Durch die Bank weg Jungs. So schien es. Wir noch nicht so richtig festlegen konnten, obwohl ja im ersten Moment, wo ich mit Simone geguckt habe, sah erst eindeutig aus, aber alle vier gleich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Spätestens, wenn wir größer sind, macht man das, ne? Hallo Kinder. Na, ihr Geister? So, gut, okay. So. Ja, die Monster. Die Stimme ist kräftig, lässt aber keine Schlüsse zu. Also jetzt ist ein Mädchen. Ja. Wollen wir den hinter in die? Ja, setzen hier hinter, dann können wir nicht abhauen. Sonst haben wir nachher 8 Mädchen. Tja. Genau so, ein Mädchen. Der Junge müsste ja weiter hier sein. Ja, Mädchen. Ja, ja. Komm, ein kleiner Teufel. Vor 2 Wochen war das ja alles noch ein bisschen kleiner. Mal gucken. Jetzt haben wir die Stillen. Ja. Huch, ist ja auch schön. Das ist dasselbe. So ein Mädchen. Ja. Aber es ist ein Nabelbruch. Genau. Das soll man dem Doktor Bescheid sagen. Ja, aber wenn das nicht schlimmer wird. Nö, aber er soll sich das wenigstens mal angucken, ne? Und das ist das, was so irritiert denn? Hm? Wenn das noch nicht so schön zu sehen ist hier und da ist da plötzlich eine Beule. Der Puller müsste eben hier. Hier hast du das Becken und hier müsste der Pullermann sein. Na gut. Oh, mal viel. Oh Gott, Kick. Sehr gefährlich. Ja, ja. Das ist wieder einer, der sich totstellt, wenn er hinsetzt. So, bumm, umgekippt. Sag doch. Ja, genau. Huch. Na, jetzt lebt er wieder. Zeig in die Ecke krauchen. Du bist aber wund, Baby. Bleib dabei. Also warten wir doch gleich mit dem ersten Mal angucken. Also 4 Mädchen. Guck mal hier. Wiegen lassen wir heute mal. Und die Aufregung ist schon groß genug. Die haben ziemlich Angst jetzt, ja. Und das ist eben dieses klassische in die Ecke drücken, Kopf zu. Und ja, wird uns schon nichts passieren. Die Großen dürfen ins Freie. Dort ist viel zu tun. Das Revier muss markiert werden. Und dann wird gegraben. Guck mal hier, ist offen. Ich hoffe, die fangen nicht gleich wieder mit Buddeln an. Frommer Wunsch. Hier läuft alles nach Plan. Und ab geht's unter die Erde. Hier sind Aktivitäten unter der Oberfläche besser überschaubar. Nur noch kurze Zeit wird Zwergflusspferd Rübe seine Bahnen im Zoo Berlin ziehen. Rübe, komm mal her, mein Süßer, komm. Na, du alte Maus, willst du mich auffressen? Was? Ja, ja, ich weiß, du bist nicht mehr der wie früher. Hm? Ja, alte Maus. Nicht nur für Uwe Fritzmann. Ein Abschied auf Raten. Ja, Rübe ist jetzt 2,5 Jahre alt. Rübe ist jetzt hier alleine. Wie sich das eigentlich für ein Zwergflusspferd gehört. Zwergflusspferde sind Einzelgänger. Ist also nicht das Schlimmste für ihn, dass er alleine ist. Aber wir haben ihn vor allem auch deshalb von Mama jetzt weggenommen. Weil er verkauft wird an einen anderen Zoo. Und dazu ist es dann eben ganz nett, wenn die Tiere vorher, bevor sie verkauft werden, ein bisschen von Mama getrennt sind, damit der Abschied ihnen nicht so schwer fällt. Zwergflusspferde werden frühestens mit 3 Jahren fortpflanzungsfähig. Die Jungtiere kommen im Wasser oder auch auf dem Land zur Welt. Im Schnitt bringen sie um die 5 Kilo auf die Waage. Keine Sorge, der Körperschmuck ist auch noch für den Verzehr bestimmt. Wenn Rübe bei Laune ist. Ja, Rübe ist jetzt, wo er größer ist und von Mama weg ist, nicht mehr ganz so umgänglich, wie er das noch war, als er kleiner war und als er bei Mama war. Die erste Zeit, als er alleine war, da war er ganz ulkig gewesen. Also da
hatten den wahrscheinlich auch ein bisschen mitgenommen, dass er von Mama weg musste. Und da ist er ein bisschen, ja, einfach mit Vorsicht zu genießen gewesen. Jetzt ist er schon eine Weile alleine und jetzt ist er eben uns gegenüber auch wieder ein bisschen netter geworden. Wenn er denn in einen anderen Zoo kommt, dann denke ich mal, dann denke ich mal, würde er da mit dem Weib zusammenkommen, ob er denn mit dem Weibchen da ständig zusammen sein wird oder ob er da dann alleine gehalten werden muss. Das wird man einfach sehen, wie die beiden sich verstehen. Heute wirkt er ja ganz gesellig. Ist leer der Eimer, siehst du das nicht? Nein, Ende. So. Bei den Weißbüscheläffchen stellt sich jedes Jahr Nachwuchs ein. Oft Zwillinge, wie auch dieses Mal. Komm mal rein. So, wie sieht's aus, ne? Was machen die Babys, ne? Ist alles in Ordnung? Oh, die sind ja schon groß, ne? Wir haben jetzt hier gerade wieder Zwillinge bekommen. Wir haben bei Krallenaffen so eine Familienstruktur, Vater, Mutter und den Nachwuchs. Und mitunter helfen sie dann auch bei der Aufzucht der ganz frischen Jungtiere. Schau mal rein. Das ist schön, immer nur einer. Hm? Jetzt fressen die kleinen Kacker auch schon ein bisschen mit, ne? Jetzt hast du die Jungtiere alleine gelassen. Hm? Schau mal. Ein bisschen früh, findest du nicht? Hm? Das Klammern lässt nach, je größer die Jungtiere werden. Und gleich den Schutz suchen. Hm? Ja, ist noch ein bisschen früh. Lass sie nicht zu früh alleine. Könnt ihr nicht machen. Hm? So uncool. Geht mal aus dem Weg. Gut. Jetzt sind sie anderthalb Monate alt, wo sie so anfangen zu lernen von den Erwachsenen. Dann wird mal geschnuppert, wird mal probiert, dann wird es der Mutter mal weggenommen und selber mal dran geleckt oder so. Und das ist jetzt ein ständiger Prozess. In der Regel sind sie so mit zwei Monaten wirklich selbstständig und stehen auf eigenen Beinen. Sie können eines Tages bis zu 25 cm lang werden. Ohne Schwanz, versteht sich. Und sie wiegen bis zu 400 Gramm. In freier Wildbahn bevorzugen sie kleinere Insekten und Baumsäfte. Dank spezieller Zähne können sie Löcher in die Baumrinden nagen. Bei einer richtig fleißigen Gruppe, da hat man sogar zwei Würfe im Jahr. Bei einer Tragzeit von ca. 150 Tagen, also sind rund 5 Monate. Und wir haben schon Gruppen gehabt, die haben wirklich zweimal im Jahr Jungtiere gebracht. Hier in dem Fall ist es jetzt aber so, dass wir nur einmal im Jahr Nachwuchs haben. Und das aber regelmäßig. Aber 10 bis 15 Tiere ist so das Normale. Dann wird es den Eltern zu viel und dann werden auch schon mal Jungtiere rausgebissen. Aber so weit muss es ja hier nicht kommen. Griseline und Ori. Man kann sie schon ein altes Ameisenbärenpaar nennen, bei drei gemeinsamen Kindern. Die ersten zwei haben sie allerdings vom Personal aufziehen lassen. Erst das dritte Kind, Carlos, ist bei der Mutter aufgewachsen. Die ist allerdings schon wieder trächtig. Hallo Ori, na? Komm mal. Ja, fein. Und Griseline, die muss da lang gehen. Jawohl. Schön. So, Griseline, und du bleibst schön da drüben. Ja. Griseline? Ja, sie möchte am liebsten mitkommen. Gibt's aber nicht. Na, Carlos. Hm? Was macht das Beinchen? Hm? Oh, gut. Ja, ist auch schön geworden. Mhm.
Deine Wunde nicht, ja. Ja, der hat sich eine leichte Verletzung draußen zugezogen. Im Krallenballen. Und ja, das dauert ja bei Ameisenbären immer so ein bisschen länger, bis das verheilt. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Gehst jetzt raus. Was hältst du davon? Carlos, kommst du mit? Du gehst da lang. Komm mal, Süßer. Soll ich mal vorgehen, Carlos? Komm mal, komm. Komm. Aufgang alleine macht offenbar keinen Spaß. Nicht mehr. Nö. Ja, Hütte ist doch besser. Jetzt wird das nichts. Das kann man jetzt vergessen. Gibt's denn noch einen Bruch? Ja. So, sieht ein bisschen albern aus, aber gut, geht auch. Auch eine Variante, ihn rauszubekommen. So. Hier ist die Familie nicht komplett. Ameisenbär Carlos, Griselines Jüngster, ist jetzt 1 Jahr und 8 Wochen alt. Und die Pfleger tun jetzt schon manchmal gut daran, vorsichtig zu sein. Na, alter Spinner, was ist los? Jetzt schön, nicht? Ja. Jetzt hat er seine 5 Minuten. Völlig übermütig. Ja, voll. Ja, ein Prachtkerl ist er hier geworden. Jetzt ist er hellwach, ja. Die Krallen sind längst voll ausgebildet. Genau, mach alles kaputt. Und so ist es in der Natur, wenn sie Termitenhügel aufreißen. Ja. Aber nicht so dolle, du, das tut weh. Und nicht das Hemd kaputt machen. Du. Das kriege ich nicht mehr nach, so ein Hemd. Loslassen. Und da hinten tut's weh in der Kniekehle, das macht man nicht. Du ziehst mich noch halb aus hier, du. Du. Also er kann eigentlich nur kneifen. Er tut trotzdem weh. Kneifen tut auch weh, Carlos. Also für uns Menschen ist dieses Spiel nicht so geeignet. Nee. Mit den Artgenossen könntest du ja sowas machen. Nicht? Ja. Und das ist grob. Es ist einfach nur grob, Carlos. Ja. Grob. Wir müssen langsam aufpassen. Ja. Carlos will doch nur spielen. Achtsame Langohrziegen zum Zählen versammelt. Wir wollen jetzt mal für unsere Kollegen, die nicht so oft hier sind, die Tiere beschreiben. Du siehst ja, die haben ja keine Ohrenmarken. Und für die anderen Kollegen sieht es immer gleich aus. Aber dabei unterscheiden die sich. Also Emma hat keine Hörner. Und was habe ich hier geschrieben? Ein grau-beiges Fell. So. Weißt du, wer noch Mascara ist? Ich glaube. Hast du? Die? Die hier, ja, genau. Die, genau. Mascara mach mal. Die geschminkte. Die haben wir, rechtes Horn ist dran, linkes Ohr ist abgebrochen. Und schwarze Maske. Und die Maskenzeichnung. Hier, nimm mal das Ohr weg. Dann haben wir unsere zwei Jüngsten, immer Marlene. Die ist von 2010. Wie beschreiben wir die denn? Auf jeden Fall ist das ja dunkelbraun mit Marlene. Mit blonden Strähnen, denke ich. Ja? Und hat die gefaltete Ohren. Zeig mal.
Ja, genau. Die kommen schon so auf der Welt. Da kann man auch, selbst wenn man eine Minute später versucht, diese Ohren glatt zu, also bügeln, das würde nicht gehen. Die sind da schon angewachsen im Leib. Also beide Ohrenspitzen geknickt. Na, drängel dich durch. Am Trog herrscht das Recht des Stärkeren. Ziegenporträts müssen sein. Manchmal für mich, ich vergesse das auch. Ich sehe die ja nicht jeden Tag und dann vergisst man das einfach, wer nur was war. Man will ja, wenn man das erstmal falsch eingeschrieben hat, dann ist es immer blöd. Also, oder falsch gemeldet hat, dann denkt, ach nein, ist doch nicht die Saskia, sondern die Marlen Key, dann ist dann immer blöd. Deswegen wollen wir das gleich richtig machen. Das ist ja auch in Ordnung so. Also, und jedes Jahr, die verändern sich ja auch, weil manchmal im Laufe des Jahres verbricht ein Horn ab. Emma wird wohl dieses Jahr nichts bekommen. Die ist sehr schmal. Aber hier Mascara, die ist schon ganz gut. Und sogar die alte Sonja. Nee, Tussi, das kommt mich mal an. Ja, Tussi. Genau, die ist schon ordentlich Drolle. Aber ist gut, weil die ist ja. Die Emma, die ist von 1996. Die kann ruhig jetzt mal aufhören mit Lämmern kriegen. Ja, und die beiden Jungziegen, die haben wir nicht decken lassen. Die, da haben wir mal aufgepasst sozusagen. Und die werden auch keine Kinder haben. Hoffentlich, dass wir gut genug aufgepasst haben. Dann haben sie noch ein bisschen Zeit, das Teenie-Alter zu genießen. Wir können ja noch mal die Böcke angucken. Da wird sich wahrscheinlich nichts getan haben. Also diese sind nur vielleicht noch größer, noch schwerer, noch ungezogener. Ne? Also mal gucken. Ja, mal. Ja. Musterung beendet. Der Karakara, ein Geierfalke. Hier ist Nachwuchs selten. So, hier komme ich mit eurem Futterchen. Könnt ihr für euren Kleinen da nehmen. Unsere Schopfkarakaras, die haben gerade nach langen Jahren der Pause wieder einen Jungvogel aufgezogen. Und ich muss ihnen jetzt das Futter hier herlegen, damit die dann die Mäuse zu ihrem Jungen nach oben in den Horst bringen können. Es gab seit langen Jahren, also genauer gesagt seit 7 Jahren, gab es keinen Nachwuchs mehr bei unseren Schopfkarakaras. Und deshalb freuen wir uns jetzt ganz besonders, dass es nach so langer Zeit mal endlich wieder geklappt hat. Das war das gleiche Paar, das damals nachgezogen hatte. Und damals hatten sie 3 Jungtiere, diesmal bloß ein, aber einer ist besser als keiner. Noch kann er nicht fliegen, aber das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Er ist ja schon recht groß, fast genauso groß wie die Eltern. Ist auch schon gut befiedert und ich denke mal so 1-2 Wochen noch, dann kommt er raus und dann kann man den auch gemeinsam mit den Eltern hier draußen in der Voliere sehen. Im Moment gibt's das Futter aber noch ins Nest. Die schnappen sich jetzt hier diese Mäuschen, tragen die nach oben in den Horst rein, zerpflücken die dann und reichen dann so kleine Stückchen an den Jungvogel. Später werden die Stückchen dann natürlich immer größer, bis der Jungvogel dann irgendwann in der Lage ist, selber so eine ganze Futtermaus zu zerteilen. Und jetzt möchte man beim Fressen ungestört sein. Bei den Langohrziegenböcken geht die Bestandsaufnahme schneller. Ach, da kommt, da hat er uns gesehen. Wie der schon wieder ankommt, dieser freche Kerl. Also bei Mika hat geschrien, sehr zahmer, aufdringlicher, erwachsener Bock. Ja, stimmt. Manolo, kleinster Bock, gut geglättete Ohren. Und Sayus,
erwachsener Bock, rechtes Horn zur Hälfte abgesägt. Ein linkes Horn ist jetzt auch abgesägt worden. Also, ist ein Lied. Was schreibe ich denn hier? Hm? Alter Rüpel. Da kannst du vom Verhalten schon schreiben, rotzig. Ja, rotzig. Ah, ein schönes Männchen. Auf Fuß laufen kann er. Ja, ja, so schön. Komm. Hier, mach mal einen Steiger. Kannst du einen Steiger machen? Das kannst du machen. Du bist größer. Da muss ich aber hin. Kannst du eine Hand hier vorhalten? Weil komm hoch, komm hoch. Komm. Komm hoch. Komm her. Komm hoch. Genau, seitlich ist besser. Mika, kannst du doch. Mika, komm. Spitze Hörner hast du. Auge in Auge. Alter Rüpel. Gut, dass ich eine Brille habe, ne? Eigentlich halt größer. Kehrerbau. Das machen wir nicht, ne? Der Rüpel, Alter Rüpel. Ja, komm her. Jetzt muss ich wieder aufpassen, weil man frech wird, ne? Ja. Feine machen. Aber ist auch gut so, kann man immer gut gucken, was mit den Klauen ist. Jedes Mal, die sind wunderbar, die sind top in Schuss. Bei so einem Zahnbock ist das auch kein Problem, ne? Ah, jetzt werde ich wieder riechen. Hallo. Oh, das war jetzt ein Fehler. Der stinkt, ja. Ja. Naja, empfindlich darf man hier nicht sein. Manche finden Ciao Tierkontakt, manche nicht, die mögen den. Aber kommen dann ganz, ist auch viel draus. Oh, das war ein Theater mit dem, hat mir die Karre umgekippt und tit. Und also, da gehe ich nicht mehr, nächstes Mal sperre ich mir den ab oder so. Die wollen das eben nicht. Aber so ist jeder andere. Ich habe mal meinen Spaß, wenn man Zeit hat, dann kann man ruhig mal ja, die Hände wieder stinkend machen. Also, ja. Oh, hast du da noch Brot drin? Nee, Zigaretten. Oh. Das ist eine Qualm. Tschüss. Der Tabak riecht gut. Aber eine Qualm? Nö. Danke. Aufpassen. Stopp. Bis nachher zur Nacht, ne? Menno. Noch fühlen sie sich etwas fremd im Aquarium. Die neuen Kugelfische. Denn sie sind weit gereist. Seit 5 Tagen bei uns hier in Berlin. Davor in Quarantäne in Hannover, davor in Quarantäne in Limbe an der Küste von Kamerun und davor im Cross River, etwas weiter nördlich in Kamerun, Tetraodon postulatus. Das sind Rotpunktkugelfische, die also ganz selten nur gefangen und gezeigt werden in Schauaquarien. Und wir haben das große Glück, dass wir nach langer, langer Wartezeit endlich ein paar Tiere bekommen haben. Und jetzt setzen wir sie raus. Jetzt kommen sie raus und schauen in 8000 Liter Becken. Die sind überraschend cool gewesen. Also offensichtlich haben die auch schon ein Jahr hinter sich jetzt, dass die ja nicht mehr so erschreckt sind und sich aufpusten, wenn man da rangeht. Die können sich auf zweierlei Art und Weise füllen. Entweder eben mit Wasser, solange sie unter Wasser sind, oder wenn man sie rausnimmt, dass sie dann Luft schlucken und sich dann aufpumpen. Aber irgendwie sind die ziemlich abgebrüht, da passiert ja nicht so viel. Wie alle anderen Kugelfische sind auch die giftig, aber eben nur, wenn man sie isst. Im Fleisch befindet sich ein Gift, was dann eben von den japanischen Köchen zubereitet werden kann. Tetraodon, der lateinische Name, deutet es schon an, heißt Vierzahn. Und hier kann man auch die 4 Zähne sehen. Und mit diesen können die also ordentlich zubeißen. Und diese Zähne wachsen bei diesen Kugelfischen ihr Leben lang. Weshalb die Tiere, willst du den selber? Weshalb die Tiere eben auch immer harte Nahrung angeboten kriegen müssen. Das heißt, wir haben tief hier vorne Krabben und solche Sachen, die den Fischen dann angeboten werden. Oder auch harte Pellets und so, wo die sich dann eben ihre Zähne immer wieder dran abwetzen können. Den zweiten hier rausholen? Also keine Probleme mit dem Zahnersatz. Weil er sich ein bisschen eingraben wollte, hat er sich ein bisschen Sand mit drauf gesetzt. Aber das ist halb so wild. Das machen sie nun mal. Sieht auch prächtig aus. Mhm. Die fressen auch sehr gut.
Das ist sehr schön. Ja, die haben so ihr eigenes, ihr individuelles Muster. Streifen haben sie alle, aber wie die ausgeprägt sind und wie in den Streifen dann auch die roten Punkte verteilt sind, das ist bei jedem Fisch anders. Möglicherweise hat denn auch, das werden wir dann erst sehen, wenn wir sie im Becken von der Seite sehen, hat der eine vielleicht an der Seite einen Streifen mehr als der andere, das müssen wir uns dann mal genauer angucken. Auf Händen getragen. Naja, das Erdferkel ist ja auch eine Handaufzucht von Mario Größer. Das ist langsam schwer. Heute soll es nach vorn gehen, in die Schau. Jetzt komm aber. Komm. Eilig hat es das Ferkel dabei aber nicht. Das ist bei allen Erdferkeln, wenn wir die mal auf den Gang haben, da wird jede Ecke gerochen, jede Spalte wird gerochen. Da könnte ja irgendwas sein. Na siehst du. Kontakt ist kein Problem mehr. Die sind jetzt schon öfter zusammen gewesen. Wir haben angefangen für ein Stündchen mal. Und jetzt ist er schon einen halben Tag oftmals drin. Na? Ich hoffe, der hält da jetzt nicht drin. Das ist auch immer eine blöde Situation. Jetzt ist er voll im Engen, passt da drin und kann hier ja nicht raus. Und beide fette Dinger hier. Carla, kommst du jetzt mal hier? Und ab. Komm. So, jetzt kannst du. So ist angenehmer. Hm? Trotz voller Erdferkelpräsenz, Mario Größer bleibt vorerst die Nummer 1. Natürlich bin ich immer da noch eine keine unwichtige Person. Und zum Anfang war er auch, wenn ich dann immer reingekommen bin, sofort neben mir. Und dann war er auch ein bisschen mutiger. Außerdem gerät die Zuwendung von Vater Erdferkel noch ein bisschen ruppig. Ja, der Mann will natürlich schnuppern, was jetzt wer hier reingekommen ist, ob es ein Mann oder Mädchen, Mann oder Mädchen ist. Und das mag die kleine Maus noch nicht. Damit kann er noch nicht umgehen. Ja, also ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld. Meine Bedenken sind eigentlich immer nur, wenn der Mann hier raufsteigt mit seinem Gewicht wegen seinem Rücken. Aber das gibt sich mit der Zeit. Das mit der Gemeinschaftsverpflegung klappt ja schon. So, das ist Premiere, dass er hier mitfrisst. Er ist eigentlich immer, hat das immer gemieden. Wir haben immer gefüttert und der hat sich dann, gehst du da runter? Und da wollte er nie mit ran. Aber heute scheint er wohl einen Appetit zu haben. Er wird sich jetzt auf jeden Fall nicht mehr so unwohl fühlen, sonst würde er hier nicht jetzt anfangen zu fressen. Und der hat heute Morgen schon gekriegt, also dass er ausgehungert ist, dem ist nicht so. Oder er stärkt sich jetzt. Mit seinem Bein, also vor allen Dingen hier die Wirbelsäule, ist eigentlich bedeutend besser geworden. Er hat manchmal ganz leichte Rückfälle, dass er humpelt. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Also er läuft ganz gut und hält es auch aus, wenn er hier einen halben Tag mit den anderen mitläuft. Also ich bin da sehr optimistisch, dass das ganz gut wird. Meine Vorstellung ist, dass er so in der Nachtphase, wo die Besucher kommen, hier ist. Aber schlafen, dafür ist ja bloß eine Höhle da.
Das wäre zu dritt zu eng, also dass ich zum Schlafen ihn immer raushole und er da in seinem Schlafzimmer dann ist. Und die Familientreffen verlaufen weiterhin harmonisch. Kritisch beäugt die Stammbesatzung das Geschehen im großen Schaubecken. Ich finde die gut, die Dinger. Ja, die sind ja auch drollig, die Jungs. Kugelfisch ist schon ein schöner Fisch. So, du Kameruner. Das ist fast wie in Kamerun für den Fisch jetzt. Nur, dass hier ein paar Burschen in der Nähe sind, die nicht aus Kamerun sind, sondern aus dem Senegal, aus Ghana. Zack, und schon ist er drin. Der kriegt bloß raus. Jetzt. Jetzt hab ich aber erstmal Angst. Kiko, die anderen kicken schon wieder da. Kick dir das mal an, du, na, das ist ja ein Strategie, na, hör mir ihn auf. Alteingesessene Kugelfische pochen auf ältere Rechte. Der hat sich natürlich schon ganz schön aufgeführt jetzt hier, wa? Oh ja, das ist also, aber ich schätze mal, das wird sich noch wieder beruhigen. Also er wird erst mal ein paar Mal hinterher sein. Wenn man sich das überlegt, der ist jetzt nur 2 Tage länger drin in dem Becken als die anderen. Und hat also diesen Bereich des Beckens schon für sich als Revier sozusagen auserkoren und attackiert die anderen auch sofort, wenn sie in sein Revier eindringen. Und wenn er erstmal richtig in Fahrt ist, dann ist es ihm auch völlig egal, ob das ein Kugelfisch ist oder ein Barsch oder ein Wels. Wobei ich muss sagen, anfangs hatte ich großen Schiss, dass der elektrische Wels, der da drin ist, dass der sich die Kugelfische einpfeift. Weil der hat also auch vor einem kleinen elektrischen Wels nicht Halt gemacht. Und das muss ihm zwar im Mund ein bisschen gebrummt haben, denn, weil die sind ja nun mal elektrisch, die Wälse dann. Aber den hat er trotzdem aufgegessen. Und da habe ich so ein bisschen Sorge gehabt, dass der jetzt eventuell an die Kugelfische rangeht. Hat er aber nicht gemacht. Und so wie der sich eben benommen hat, glaube ich so, ja, dass der den elektrischen Wels in eine Flucht schlägt, wenn er irgendwie, ja, wenn ihm einer zu nahe kommt. Wenn er richtig stinkig wird, so wie er jetzt vorhin war, dann zwickt er auch den elektrischen Wels in eine Schwanzflosse rein. Doch seine Angriffslust läuft ins Leere. Ich hatte vor Jahren mal einen, der hat sich im Sand eingegraben und hat immer gewartet. Und immer wenn ein anderer Fisch drüber weggeschwommen ist, dann ist er hochgeschwommen, hat ihm das Herz rausgerissen. Weil er gehört hat, wie das Herz geschlagen hat oder das gespürt hat. Das war natürlich eine üble Sache und der hat dann auch nur noch alleine gesessen. Wie hieß er damals, der kleine rote Horst, war? Ich glaube, Horst hieß der. Ja. Das war also wirklich von der ganz üblen Sorte. Diesen Kugelfischen sagt man nach, dass die, wenn die so in der Pubertät sind, na, so in der Größe, wie wir sie jetzt gerade haben, dass sie dann etwas rabiater sind und später, wenn sie größer werden, so ein bisschen diese stürmische Phase hinter sich lassen und dann also wieder so ein bisschen ruhiger werden, so wie wir. Und dann hoffen wir mal, dass das dann auch auf Dauer funktioniert. Mein Traum wäre natürlich, wenn die hier drin mal ableichen würden, wenn wir tatsächlich mal Kugelfischnachwuchs hätten. Das wäre nicht schlecht. Mein Albtraum wäre, wenn die also ja nicht aufhören, alle anderen Fische zu verkloppen. Doch die tragen es bis jetzt mit Gelassenheit. Bei Greifvögeln Finger durch den Zaun? Hier kein Problem. Oder? Das ist so, dass wir hier bei den Freunden hier, weil die relativ zutraulich sind, hier regelmäßig auch von den Besuchern diverse Sachen rausholen, wie Handys und Brillen und so. Und die Leute dann auch ihnen ansprechen, dass man das wieder rausholt. Manchmal haben wir auch Glück und man holt es wieder heile raus. Und
Da müssen die Leute dann selber mal schon grinsen, wenn man dann fragt, wie die Sachen denn darin geraten sind. Na, Kumpelchens, kommt mal her. Ja, ja, das ist lecker. War aber nicht so dolle, du tust mir weh. So, hier ist das kleinere, das Männchen. Und der beeilt sich jetzt, weil wenn das Weibchen kommt, dann hat er nämlich ohne Schlachen. Wa? Guck mal her hier. Du. Die Karakaras sind schon wirklich meine Lieblinge hier in dem Bereich. Weil die so ein echt aufgeschlossenes, aufgewecktes Wesen haben. Und die machen auch echt Spaß. Also hier setze ich, das sind wirklich Tiere, wo ich mich ab und zu wirklich mal hinsetze. Und mich mit denen ein bisschen beschäftige, weil die auch wirklich von sich aus denn ankommen. Na, 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 traust du auf mal einmal ruf? Komm mal her, Mausebähnchen. Komm mal her, Mausebähnchen. Du hast nur Hunger, wa? Eben total aufgeweckte Tiere, wirklich fast schon hochintelligent. Also für Greifvögel ist das schon super. Das hat man oft im Tierreich, dass halt Tiere, die so eine opportunistische Lebensweise entwickelt haben, dass die klüger sind als welche, die sich direkt spezialisiert haben auf irgendwas. War bei mir zu Hause mit meiner kleinen Schwester genauso. Die musste halt auch mal nur das gekriegt, was bei mir übrig geblieben ist. Ist auch klüger geworden als ich. Das will jetzt aber keiner zu Ende denken. War? Na, willst du nicht auch mal probieren? Probier doch mal. Ja, siehste, meine ich doch. Jetzt habe ich nur noch große Stücken. Guck mal hier, willst du das auch? Toll ist auch immer bei denen, das Mädchen, das wird wahrscheinlich gleich losfliegen und das große Stück irgendwo verstecken und sich noch ein nächstes holen. So, was sag ich? So, er rennt dann hin. Und klaut ihr bitte? Guck mal, kriegst du noch ein kleines. Und so jedet dann manchmal auch eine ganze Weile, dass die sich dann gegenseitig das Futter verstecken. Und zum Fressen kommt dann letztendlich keiner. Man denkt immer, die haben übelst einen Hunger. Und dann sind sie dann einen halben Tag damit beschäftigt, einander das Futter zu klauen und zu verstecken. Das ist jetzt so ein Lockruf von dem Männchen. Der lockt jetzt das Weibchen an und will ihr das schenken. Ist er nicht nett? Ist er nicht nett? Familienausflug bei den Warzenschweinen. Die Eltern und zwei größere Kinder. Außerdem beim Picknick der jüngste Wurf. 4 Ferkel, 2 Wochen alt. Es ist jetzt nur ein ganz kurzer Ausflug, um schon mal die Anlage kennengelernt zu haben. Und so steigert sich das dann von Tag zu Tag. Und natürlich abhängig von der Wetterlage. Und wenn die jetzt hier so rumflitzen, das können die schon ganz gut. Aber die werden erstmal die Energie verbrauchen, die sie jetzt eigentlich zum sich wärmen brauchen. Solange sie in Bewegung sind, ist mal gar kein Problem, aber die werden recht schnell müde sein. Und wenn die sich jetzt hier irgendwo hinlegen würden, dann fangen sie an zu frieren. Und das wollen wir ja nicht. Hier ist jemand ohne Orientierung. Ah, der hat ein bisschen den Anschluss verloren. Der weiß nicht, wo die Mama ist und wie er am kürzesten dahin kommt vor allen Dingen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt in die falsche Richtung nimmt. Am Anfang sind sie natürlich noch ein bisschen unerfahren, kennen natürlich die Anlage noch nicht. Jetzt haben wir Futter gegeben als Anreiz für die Mutter. Nur ist das Futter aber die Ablenkung für sie und achtet nicht auf das Kleine so richtig.
Und ihr ist auch nicht, scheinbar nicht aufgefallen, dass sie da nur zwei bei sich hat. Aber auf der Anlage geht niemand verloren. Wenn die Angst haben, ist es sicherlich so wie bei uns auch, dann schnellt der Blutdruck hoch und die Herzfrequenz geht schneller und die verbrauchen sehr viel Energie in dem Moment. Und so ist es allgemein jetzt auch, ist eine neue Situation für die Kleinen. Die müssen erstmal hier die Landschaft erkunden, neue Eindrücke von außen, Geräusche. Ab 6 Wochen, denke ich mal, gehen sie ganz normal mit raus. Heute noch unter Aufsicht und etwas vorsichtig. Jetzt sind sie, wie gesagt, 2 Wochen in einem Monat ungefähr. Da wird man sie dann noch dauerhaft sehen können draußen. Und die Nummer 4 wird sich auch noch anfinden. Durch reiche Farbgestaltung an Gesicht und Gesäß ist er eines der buntesten Säugetiere überhaupt, der Mandrill, eine Pavianart. Menschen bleiben besser auf Distanz, denn bei Mandrill Albert und seiner Frau Sandra ist schnell mal Schluss mit lustig. Wir sind der Pfleger, als solcher werden wir auch akzeptiert. Mehr möchten wir in der Gruppe gar nicht machen. Reingehen können wir nicht. Also diese äußere Erscheinung von ihm, die täuscht nicht. Also er kann wirklich, wenn er will, uns sehr gefährlich werden. Und deswegen vermeiden wir da jeglichen Kontakt zu den Tieren. Mandrillmänner sind generell sehr imposante Tiere. Wie alle Pavian-Paschas, so hat auch er hier eine gute Statur, wobei ich jetzt nicht leugnen möchte, dass er auch gut im Futter liegt. Also wir verwöhnen unsere Tiere gerne ein bisschen. Das Problem hierbei ist auch, man kann jetzt das Futter nicht groß reduzieren, weil man sieht an den Weibchen oder an den anderen Tieren, dass die doch recht schlank sind. Denn sie müssen sehen, wo sie bei so einem Pascha bleiben. Bei den Mandrills, da haben wir so eine Haremstruktur, was so viel bedeutet wie ein Männchen, mehrere Weibchen, wie man es häufig hat. Und der Mann deckt dann auch mal mehrere Weibchen, sodass dann mehrere Jungtiere auch kommen. Jetzt haben wir gerade ein Junges, ist aber noch in dem Status der Narrenfreiheit, kann also machen, was er will. Man sieht jetzt allmählich, wie es von dem Alten zurechtgewiesen wird, wenn es mal über die Stränge schlägt. Aber es steht noch sehr unter dem Schutz. Solange der Chef nicht von betroffen ist, von seinen Frechheiten, hat es schon Narrenfreiheit, kann schon machen. Aber wenn es jetzt darum geht, die anderen Erwachsenen zu ärgern, da steht es schon unter dem Schutz des Großen. Das heißt, wenn die Kleine jetzt mal über die Stränge schlägt und von den anderen Gruppenmitgliedern mal eine mitbekommt, dann ist sofort der Alte da. Und das weiß die Kleine natürlich und deswegen provoziert sie das auch gerne. Also Paviane sind dafür bekannt, dass sie gerne mal die Gruppenmitglieder gegeneinander aufhetzen. Da wird dann mal am Schwanz gezogen, da wird dann mal das Futter geklaut. Und dann wird auch sofort geguckt, wo ist der Alte, wo ist mein Papa? Und hat der Papa das auch wirklich gesehen? Und noch bevor die anderen Gruppenmitglieder das Kleine zurechtweisen können, steht schon Papa da und lasst ja die Kleine in Ruhe. Papa hält die Affenbande eben zusammen.